Neue Folge, neues Glück. Willkommen zurück zu Terratech. Stimmt, ich wollte Steine wegmachen. Da habe ich gerade innerhalb von 3 Minuten vergessen. Nicht mal. Eine Minute. Bloß einen Schluck getrunken und die nächste Folge gestartet. Ja, machen wir später. Wir fahren. Zerstör die Raiding-Partei. Klar. Machen wir. Gehen wir bloß mal den Berg hier hoch. Von da sollen wir kommen. Oder liegen noch Teile? Habe ich die nicht eingesammelt? Na gut. Wollt ihr euch schon wieder im Kreis drehen? Hammer Laserbug. Ja. Ameise. Stiefel. Oder auch nicht. Oder auch doch. Was geht da schon ab? Nein, andersrum. Oh, der hat den platt gemacht. Einfach so. Guck, einfach so hat er gemacht. Und weg war er. Da hat Bäume explodiert, weil da Teile hingeflogen sind. Nun denn. Ja. Ui. Ich habe gesehen, dass es von der. Also, ich habe mir auch mal 2, 3 Videos von einem anderen. Dings hier angeguckt, von einem anderen Terratech-Let's Player. Und hier bei Venture, da gab's. Habe ich sowas schon? Nee, habe ich nicht. Habe ich einen Shop von denen? Nö. Gibt's da einen Shop? Bestimmt. Da gab's mobile Staubsauger. Da würde ich ja links, rechts, vorne, hinten ein. Na, vorne vielleicht nicht. Links, rechts, hinten einen ranmachen, dann brauche ich bloß noch durchfahren. Ey, du Rinne. Lass mich in Ruhe. Ne, das wäre doch super. Also, nächstes Ziel. Mal hier, hier sind wir überall. Max, ne? Max ist da. Also, wenn wir den hier noch höher bringen, dass wir da auch den Shop kriegen, dann können wir uns davon wenigstens noch ein bisschen was holen. Hier. Ja, ne? Finde ich, ist eine prima Idee. Hey. Na los, mach schneller. Wenn die nicht mal so lange brauchen würden. Genau deswegen sind ja die mobilen Dinger cooler, weil die sind einfach immer aktiv. Die. Ups. Ich sollte nicht so viel mit Händen und Füßen erzählen, weil es sieht erstens eh keiner und zweitens passiert dann sowas. Und tschüss. Ach ne, oder kann ich ja gleich wieder mitnehmen. So, also die Sternwarte. Immerhin hat der den hier zerstört und nicht Icke. Dann sind mal ein paar mehr Teile übrig geblieben. So. Oh, stimmt, heute müsste. Warte mal, gestern war Montag für euch. Heute ist dann Dienstag. Theoretisch war ich am Samstag, was für mich morgen ist, im Kino. Und dann habe ich Avengers geguckt. Ja. Ich bin auf Thanos gespannt. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, aber ich bin leider zu oft auf der Seite der Bösen. Doch, das Gespräch kommt mir bekannt vor. Habe ich schon mal erzählt. Ja, ich mag die Bösen. Ich finde es immer traurig, wenn die Bösen mal ihre Pläne verraten. Bitte keine Spoiler hier. Oh ne, warte mal, wenn die Folge kommt, dann habe ich den Film schon gesehen. Ist egal, trotzdem keine Spoiler. Vielleicht liest ja doch jemand die Folgen und hat den Film noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich mag es immer, wenn die Bösen ihre Pläne verraten. Dann bin ich gespannt, wie es aussieht, wenn sie es denn machen. Und dann kommen die blöden Guten wieder und machen alles kaputt. Ja. Komme ich jetzt auch runter, ohne kaputt zu gehen? Ich war schon als Kind immer dagegen, oder war ich immer verflucht, wenn die Panzerknacker nicht geschafft haben, Dagoberts Geldspeicher zu klauen. Die hatten immer so tolle Ideen. Toll. Ja, klasse. Ja, holt euch den. Danke. Achso, ist der Baum gleich weg. Ich auch. Rückwärts, sie können einfach. Ja, das ist mir schon klar. Ich will doch kein Dauerfeuer machen. Ich möchte noch ein paar Blöcke halten. Das sagt er mir jetzt, weißt du? In Folge. Wo sind wir? 48? Könnte 48 sein. Okay, ich glaube, ich brauche wirklich mehr Ketten unten dran.
oder noch andere Räder, ein paar Stützräder. Also nicht diese kleinen GSO-Stützräder, die ja wirklich so heißen. Dann gibt es noch von hier gibt es auch noch welche, oder? Oh, guck mal, jetzt dreht er sich wieder so. Gibt's da auch einen Trick bei, wann die sich mal so drehen und wann die nur im Rechtsklick gehen? Was mache ich eigentlich gerade? Hab ich irgendeinen Plan? Nein, ich habe nie einen Plan. Ich bin planlos. Ich müsste mir mal den Tag frei nehmen zum Plan, dass, wenn ich einen Plan brauche, einen Plan habe. Ja. Top. 4 Sachen einsaugen. Reicht. Ziel erfüllt. Tschüss, bis zur nächsten Folge. So, spielen wir einfach mal noch so weiter, ne? Ohne Aufnahme. Merkt ja keiner. Ja. Weg. Ach genau, ich wollte was kaputt machen. Da bin ich gut drin. Was haben wir noch so für Bösewichte, die cool sind? Ja, Voldemort unbedingt. Oder Voldemort, wie er heißt eigentlich. Hui. Hier, warum ist hier kein Slalom durch den Wald, wisst ihr? Den schaffe ich. Also wegen. Was? Kannst du nicht eine große rote Umleuchte da haben, dass ich dich auch mal sehe? Bist du für einer? Ach so, das ist er. Nee, doch nicht. Das ist einfach. Nein. Hat er ihn jetzt verloren? Warte, jetzt. Weg. Ich sehe schon, wie Dauerfeuer funktioniert. Okay. Da bleiben wenigstens mal 2-3 Blöcke übrig. Ja, ich meine, was, hier nochmal auf Voldemort zurückzukommen. Was ist falsch daran? Die ganzen Muggels, ne? Und so, die sind einfach nicht würdig. Wir brauchen reinblütige Zauberer. Ich komme hier nicht hoch. Ich finde auch zum Beispiel, ich weiß, viele sagen jetzt, der ist kacke, Terminator 3. Finde ich eigentlich super. Denn wir versuchen und versuchen, den Tag der Abrechnung zu verhindern, aber sie schaffen es nicht. Denn wie haben wir in Lost gelernt? Du kannst solche Zeit reisen, wie du willst, aber du kannst die Vergangenheit und die Zukunft nicht ändern. Was geschehen ist, ist geschehen. Hm? Und darum finde ich halt Terminator 3 ziemlich cool. Und darum... Ich meine, man kennt ja den Trailer, ne? Wo, wie heißt die Grüne? Also hier von Infinity Dingsbums da. Gamora, genau, wie sie sagt, wenn er erst alle Infinity-Steine hat, dann kann er das halbe Universum mit einem Fingerschnippen auslöschen. Ich hoffe es. Bitte. Oh, da liegen ja noch ein paar Platten. Ja, die nehmen wir mit. Oh. Der war wohl noch nicht fertig. Ich könnte mal meinen Turm auspacken, wa? Ich komm hier nicht hoch. Jetzt aber. Nen. So. Schafft ihr das noch nach hier oben oder muss ich euch irgendwie holen? Text laden, was haben wir denn noch so? Können wir dich bauen? Ja, können wir machen. Wo ist denn mein Kleiner eigentlich? War der das? Ach ja, tatsächlich. Nö. Du kommst hierher. Du kommst auch hierher. Star Wars, auch so ein cooles Beispiel. Ich meine, die heißen Rebellen, ne? Die sind gegen das System. Das sind also eindeutig die Bösen gewesen. Und Darth Vader, diese Flasche, lässt sich von seinem mickrigen Sohn lässt er sich überzeugen, sich den Rebellen anzuschließen. Was falsch daran, das Universum nach seinem Geschmack umzugestalten? Also bitte. Entschuldigung. Aber so bin ich nun mal. Zumindest was Filme betrifft. Ansonsten bin ich ein sehr emotionaler, zartfühlender Mensch. Und ich könnte keiner Fliege was zu Leide tun. Stirb.
armselige Kreatur. Mann, wie ich am Anfang gelbe Räder gesucht habe und jetzt wahrscheinlich... Wie sagen wir eigentlich? Ich guck mal kurz, ne? Ja. Einfach mal 115 habe. Super. Darf man... Daraus müssen wir auch noch mal irgendwas machen, oder? Ich muss mich mal kurz vernünftig hinsetzen. So. Auch das hier ist noch nicht mein finales Monster. Habe ich in der letzten Folge schon gesagt, wenn sich jemand mit KIs auskennt, gerne mal in die Kommentare. Weil irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich eine KI baue, die... Habe ich mein Ding so hier noch? Nee, der war falsch. Da wollte ich hin. KI 1. Ja, der ist jetzt nicht so besonders. Hier, komm, folgen, beschützen. Du kannst, oder? Inventar, das da, hier. So. Aha, ich wollte immer noch das hier machen. Das ist schrecklich, wenn man so viel quatscht. Ich meine, ja, macht Spaß. Ich hoffe nur, es ist auch ein bisschen unterhaltsam für euch. So, du kommst weg. Na, gucken wir mal hier mit der KI. Ey, du fährst ja mal. Ja, alles klar. Achso, ich muss in die Richtung. Was? Ich meine, das sieht cool aus, aber... ja, leuchtet schön, ne? Fehlt hier irgendwas? Irgendwie ist es... Hatte ich hier nicht noch Raketen? Ach ne, da hatte ich kein Geld mehr. Richtig. Ich erinnere mich. Bin schon wieder im Kreis gefahren. Okay, da wir fast, also nicht leer, aber so ein bisschen leerer werden, hier, komm, kurz unseren Turm hinstellen. Bin irgendwie nicht so produktiv heute, ne? So, was fehlt für den zweiten Turm? Eine Reparaturblase, drehbare Verankerung, das, oh, geht ja eigentlich. Ja. Ich muss nach dort. Okay. Noch mal ein Stück näher ans Mikrofon rutschen. Dann vielleicht nicht ganz so laut reden. Oder vielleicht lauter? Ich weiß nicht. Da hätte ich auch gerne mal, huch, wie sagt man so schön, ein Feedback zu. Wie ist denn so lautstärkentechnisch Musikspielsound? Also ich habe ja, also ich nehme ja mit OBS auf und habe dort zwei Tonspuren. Einmal für den Game Sound, wo halt ja, ne? Game Sound ist. Auf der anderen Tonspur ist halt mein Mikrofon. Was ja Sinn macht, dass ich die Lautstärke noch ein bisschen anpassen kann. Wo holt ihr die denn noch her? Ja, mach mal. Kannst du den aber auch noch mitnehmen? Und den da. Und die da. Los. Die willst du ja nicht, wa? Der feine Turm sich zu fein. Der feine Turm sich zu fein für. Hier, mitnehmen. Hier, Lichter. So. Naja. Ernsthaft? Zählen die Blöcke da drunter? Ach, dann behalt doch deine Blöcke. Ich bin auf deine Blöcke nicht angewiesen. Ich gehe jetzt Sachen kaputt machen. Ach stimmt, ich wollte Strom tanken. Ist egal. Oh. Ach du Kacke. Feuer. Oh.
Halleluja. Jetzt du bitte. Ja, da kommt der Rechner nicht mit. Du hast aber ein schönes Schild, wa? Wenn die hier Texte sichtet. Wo denn? Okay, da liegt noch ein bisschen. Noch einer. Das ist ein Schlachtfeld. Aber schöne viele Blöcke. Der ist gepanzert. Halleluja. Na und? Ich habe Durchschlagskraft. Guck mal, wo ist denn der gepanzert? Feinde zerstört. Mission abgeschlossen. Und eine Kiste. Die fällt doch gar nicht mehr auf. Oh, ist ja süß. Den Turm packen wir hier in die Mitte. Warst du auch gerade schon da? Kettenreaktion. Sehr gut. Wie sieht's hier aus? Genau, nimm mal alles mit. Räum mal ein bisschen auf hier. Dann kommen wir gleich wieder und gucken, was übrig geblieben ist. Dann räumen wir hier mal ein bisschen selbst ein bisschen auf. Ein bisschen kleiner. Kleinen Rahmen. Oh, toll, ich habe 12, wie hießen sie? Blockbugs? Ja, Blockbugs. Oh. Hier, Pylone. Waffenpylone. Finde ich gut. Nehme ich, brauche ich. Nee. So. Okay. Die scheinen dann doch zu weit weg zu sein. Das ist aber gar nicht schlimm. Oh. So. Die liegen ja überall. Jetzt soll ich wieder mit dem Kleinen rumfahren. Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Was ist der Raid hier? Wo ist der? Flitzer. Flitzer. Und wechseln. Hey, bleib mal ruhig. Bleib doch bitte da, wo du bist. Ich weiß, ich habe mal Folgen gemacht. Beziehungsweise auf, bewachen. Beschützen Folgen, okay. Hier, ruhen. Schießt der wenigstens, wenn ich ruhe? Wenn er ruht? Lass mich in Ruhe. Der drei Fahrerkabine drin gehabt. Die Wortwahl war richtig. Er hatte sie gehabt. Da ist ein bisschen aufgeräumt. Achso, hier. So, komm du mal mit. Wir fahren mal kurz hier immer vorbei. Bisschen Strom tanken. Hui. Sollte gehen, genau. Akku voll. Ja, da draußen mit ihren Rasen. Was ist das? Lass mich in Ruhe. So. Sind gleich meine Blocks. Weh, das macht ihn ja kaputt. Dann nehmt's Backenklatscher. Hier können wir auch mal kurz so ein Ding hinstellen. Ja. Mann, achso. Aber nur noch eins von? Achso, das andere ist am Shop, aber das ist doch.
Hä? Ich hatte doch mal zwei oder drei davon. Eins kaputt gegangen, habe ich eins irgendwo vergessen? Nee. Das schwarze Ding ist da unten. Oh. Genau, das reicht. Etepetete. Du kommst mal wieder mit. Hier, komm. Kannst du noch drei Blöcke einsammeln. Oder auch vier. Oh, ist gut. Die nehme ich gerne. Was liegt da noch? Ja, ist auch alles gut. Ja, das ist nichts. Du kannst weg. Du kannst. Geht es? Nee, vermutlich nicht. So, geht das so? Auch nicht. So müsste reichen. Ach, guck mal, den hat er sich neu geschnappt. So. Und wieder ins sichere Gefährt. Du kannst weg. Tschüssi. War schön mit dir. Hat Spaß gemacht. Komm, Strom. Ich muss ja nochmal drüber nachdenken. Also wie gesagt, das ist ein Silo, würde ich gerne reinmachen, aber guck mal hier. Irgendwie muss das, also ich mach's hinten oder so. Macht ja auch keinen Spaß. Guck mal, dass das nämlich nicht passiert, weil der, ja genau, der wird jetzt verkauft, weil der Generator noch nicht so weit ist. Hätte ich ein Silo zwischen, dann werden die halt zwischen geladen. Hui. Und wie viel bringst du? Ups. 12. Na, immerhin. Komm mal näher ran, dann können wir alle Wireless-Ladegeräte. Die sind ja wirklich Wireless-Ladegeräte. Können die ein bisschen rum-wirelessen. So. Folge ist eh schon wieder zu Ende. Machen wir noch einen Akku voll. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn heute mal ein bisschen viel Blödsinn gequatscht wurde. Ich hoffe, es war okay. Kannst du mal aufhören, dich zu drehen? Ich will dich von vorne sehen. Mach mal so. Genau. Ey. Ey. Das ist wie meine Oma, die will auch nie fotografiert oder gefilmt werden. Dreht sich immer weg. Und kommt Lay lutscht. Okay. Ja. Was? Bis zur nächsten Folge. Tschüss.